Herzlich willkommen beim letzten Teil der astrologischen Reisen, der Reise durch den Tierkreis, und wir beenden diese Reise mit dem Zeichen Fische. Und Fische ist so, ist ja so das letzte Zeichen, der 12. Archetypus. Der Planet zum Fisch ist der Neptun, und Fische hat etwas mit dem All-Eins zu tun, mit dem Jenseits zu tun, mit der Traumwelt zu tun und mit deiner eigenen Wirklichkeit, also der unendlichen Wirklichkeit, die in dir, die sich durch dich manifestieren will. Und deine Wirklichkeit manifestiert sich auf zwei Ebenen, aus der Widderseite raus, aus der Marsseite raus, die Lebensenergie, und aus der Wassermannseite raus in der Ideenebene. Und da brechen quasi so deine geistigen Ideen, Visionen heraus, und auch deine Körperlichkeit, deine Lebensenergie bricht aus dieser Wirklichkeit in die Manifestation hinaus, hindurch. Das heißt, der Fisch ist Anti-Manifestation, der ist die Umnebelung ein bisschen des Manifesten. Nicht so eine krasse Stirb- und Werde-Energie wie Pluto jetzt, der wirklich so ein Todeserlebnis ist, aber Neptun kann auch Tod bedeuten oder zumindest eine Schwächung, eine Kränkung der Lebensgeister, der Lebensenergie. Ein Weichmachen der Lebensenergie. Ich vergleiche Neptun gerne so ein bisschen mit diesem himmlischen Kiffer, also jemand, der permanent irgendwie ganz unterspannt ist, also jemand, der ganz gemütlich ist, der sich da überhaupt keinen Stress antut, der einfach zufrieden ist und halt einfach die ganze Zeit im Prinzip träumen könnte in dieser Abgeschiedenheit. Im Positiven ist natürlich Fische das Zeichen, das dich mit deinem Innersten verbindet, eben mit deiner Wirklichkeit verbindet und dadurch auch mit deinem unendlichen Potenzial. Aber du kannst dir schon vorstellen, die Unendlichkeit braucht vor allem eines, nämlich Klarheit und Struktur. Eine klare Vision, eine Struktur. Das ist das, was wir dann im Weg des Tierkreises durch Wassermann und Steinbock natürlich dann als erstes auch mitbekommen, beziehungsweise auch einen Willen, einen Fokuspunkt mit dem Widder. Ich will, und dann einen Körper, das wieder eine Begrenzung ist dieser unendlichen Energie. Das heißt, egal aus welcher Ebene du das siehst, auch wenn du sagst, wir sind unendliche Wesen, dann ist das nicht wirklich haltbar hier in der Zeit, hier in diesem menschlichen Körper. Das mag auf einer Fische-Ebene stimmen, die Unendlichkeit, aber im Konkreten braucht es diese Einschränkung, damit etwas manifestiert wird, damit etwas manifestierbar ist. Und mit diesen Gedanken tauchen wir jetzt mal in das Zeichen Fische ein. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen und einfach mal tief einzuatmen und wieder ausatmen. Und nochmal tief einatmen und wieder ausatmen. Und nun stell dir mal vor, dass du auf einer Wolke schwebst. Du liegst nicht auf dieser Wolke, sondern du bist Teil dieser Wolke. Du bist ganz schwerelos, ohne Gewicht. Du kannst dich nicht durch Schwere oder Schwerkraft definieren. Die wirkt nicht auf dich. Du schwebst völlig frei und losgelöst. Und auch dein Geist, dein Bewusstsein hat jetzt keinerlei Anspannung, sondern kennt nur entspannt sein, kennt nur gelöst sein, kennt nur Erlösung. Die Erlösung aus Sorgen, aus Ängsten, aus Widrigkeiten, die dein Leben vielleicht einmal mit sich bringt. Die Erlösung deines Kopfes,
und die Körperlosigkeit. Ein sich ausbreiten, ein Eintauchen in die Einheit. Und in diesem reinen Dasein, aber auch Nichtsein, ist alles enthalten. Alles, was ist, was war, was sein wird, ist enthalten in dem Zustand, in dem du jetzt bist. Aber du bist nicht mehr da, dein Ego, deine Pläne. In diesem Zustand bist du absolut offen und verbunden. Du kannst alles wahrnehmen, was ist. Jedes Tier, jede Pflanze, jeden Menschen. Und du kannst dich auch mit allem verstehen. Du spürst die Beseeltheit von allem, was ist. Und in dieser wundervollen, leichten, schwebenden Energie erlaube dir nun, um Heilung zu bitten und Heilung in die Aspekte deines Lebens zu senden, die Heilung benötigen. Anspannungen und Stress dürfen sich jetzt aufweichen und dürfen erlöst werden. Körperliche Themen dürfen jetzt erlöst werden und geheilt werden. Die Spannung lässt nach. Die Spannung aus Lunge, Herz, Magen, Darm, Milz, Nieren, Leber, Galle, den Geschlechtsorganen, deinen Gelenken, deinen Muskeln, deinem Blut, deinem Gehirn, deinem Nervensystem, deinen Sinnen wird nun gelöst und erlöst. Deine Augen werden klar und beginnen, deine eigene Wirklichkeit zu schauen. Du spürst diese unendliche Friedlichkeit. Du spürst dein Wesen. Und du spürst dein Licht. Du bist mit allem verbunden, was ist. Du bist klar bei dir, aber dennoch frei von allem, was dich belastet. Du bist zum Zentrum und gleichzeitig auch zur Schöpfung geworden. Jegliche Erschöpfung heilt jetzt. In deinem Erschaffen, in deinem Dasein
löst sich jetzt Erschöpfung, Müdigkeit, Niedergeschlagenheit. Es lösen sich materielle Ängste und Sorgen, denn du spürst, dass alles gut ist und dass alles bei dir ist und auch alles zu dir kommt und zu dir findet. Atme nun tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt die Weichheit, die Sanftheit und die Omnipräsenz von Neptun, von deinem Fischewesen. Alles ist da, alles ist gut, wie es ist. Bewertungen existieren nicht. Es existiert nur das Einssein, die Einheit. Und in diesem Bewusstsein wirst du nun nach oben gehoben. Wirst heller und immer klarer und streifst noch einmal alte Müdigkeit, Erschöpftheit von dir ab und lässt sie hinter dir. Und du spürst, dass es gut ist. Und du bist auch froh und dankbar, den Platz in dir gefunden zu haben, den Aspekt in dir gefunden zu haben, der jenseits ist. Deine Friedensinsel, den Punkt deiner ewigen Zufriedenheit, den Punkt deiner Heilung. Und in diesem Bewusstsein erlaubst du dir nun noch einmal ganz durch dein System zu fließen, durch die Chakren, deinen Körper. Bewunderst das Zusammenspiel zwischen Körper, Energiefeld, dem Planeten, das Zusammenspiel mit anderen Menschen, mit Tieren, mit der Natur, mit dem kosmischen, astrologischen Gleichgewicht, mit diesen unendlichen Galaxien um dich herum, mit dieser unendlichen Weite, dieser wundervollen Welt. Und du spürst jetzt dieses Urvertrauen, diese Stabilität und diese Dankbarkeit. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und spür mal, wenn du dich jetzt mal, wenn du deine Hände bewegst, wie sanft sich dein Körper anfühlt, wie weich sich das anfühlt, wie klar und angenehm das ist. Und nun, in deiner Wirklichkeit, in deiner Klarheit, deiner Form,
darfst du nun auf zwei Ebenen ins Dasein brechen, durchbrechen ins Leben. Mit deiner Vision im Wassermann und deiner Lebensenergie, der unendlichen Energie im Widder. Nach unten hin manifestiert sich jetzt Mars in deinem Wurzelchakra und bricht ins Leben rein, als reine Energie. Und nach oben hin bricht jetzt Uranus, Wassermann, durch mit deiner Vision. Du nimmst das Gefühl der Gleichheit mit. Du nimmst das Gefühl mit, dass es eine bessere Zukunft gibt für alle. Du nimmst das Gefühl mit, all eins zu sein. Und diese Energien fließen weiter. Der Widder, die Mars-Energie trifft auf den Stier, auf deinen Körper, auf die Begrenzung im Fleisch, im Leib. Und diese Lebensenergie formt jetzt dein Fleisch, deinen Leib. Und der Wassermann, diese Vision, trifft nun auf Saturn, den Steinbock, die Grenze, das Gesetz, die Regeln der Gesellschaft. Du kannst nicht jede Vision so aus dir herausbrüllen, wie du möchtest, verwirklichen, wie du möchtest. Es gibt Strukturen, aber du erkennst diese Strukturen und spürst auch, dass Vision und Struktur trotzdem zusammenpassen und dass dich diese Vision trotzdem immer eine Spur weiterbringen kann. Und nach unten hin dringt deine Lebensenergie in das Zwillingszeichen ein. Und dieses Zwillingszeichen erfüllt jetzt deinen Leib, deinen Körper mit Funktionen. Dein Gehirn, deine Gedanken, deine Gelenke erwachen. Deine Organe haben gewisse Funktionen. Und du spürst, dass du neugierig wirst auf diese Welt. Und nun gehst du weiter. Vom Zwilling in den Krebs, in den Mond fließt deine Energie. Du spürst, dass du ein fühlendes, nicht nur ein denkendes, ein forschendes, sondern auch ein fühlendes Wesen hast. Und dieses Fühlen geht so viel tiefer, als es bis jetzt gegangen ist. Denn du erinnerst dich natürlich an die Wirklichkeit im Fischezeichen. Und nach oben hin fließt deine Energie vom Steinbock in den Schützen hinein. In den tiefen Glauben, in den tiefen Optimismus, dass es gut ist, dass du hier bist. In das positive Denken, die gute Fügung hinein. Und in diesem Licht vom Feuerzeichen, vom Schützen her, geht es auch nach unten hin hinein in den Löwen, vom Krebs in den Löwen, dass du alles ausdrücken kannst, was du in dir sammelst, dass du das in die Welt brüllen kannst, dass du das genießen kannst. Und du bleibst jetzt mal kurz in dieser Sonnen- und Jupiter-Energie und du spürst aber auch, in diesem Licht, da würde dir alles gehören. Du würdest die Welt im Sturm erobern, weil du den wahren Sinn hast und du das wahre Licht hast. Aber die Reise geht weiter, du bleibst nicht dort stehen. Die Sonne, der Löwe, geht weiter in die Jungfrau. Und in der Jungfrau spürst du, was notwendig ist, um gut zu leben. Da spürst du, was brauchst du, was brauchen die anderen. Und du entwickelst dieses tiefe Gespür für dich und die anderen und blickst gegenüber zum Fischezeichen hin und weißt in deinem Innersten, dass es gut ist. Und vom Schützen, diesem Optimisten, diesem Jupiter, geht es zu
Skorpion zu Pluto. Und da geht es darum, was darf passieren, was darf denn in die Gegenwart kommen und was soll in der geistigen Welt bleiben. Wie ein Torwächter ist dieser Pluto. Ein Stirb und Werde. Und auch diese Energie gibt dir das Bewusstsein für Endlichkeit, für das Loslassen, aber auch einen tiefen Willen und eine tiefe Kraft, eine tiefe Überzeugung, dass du spürst, an was du festhalten möchtest, was dir gut tut, was dir entspricht, was auch nochmal deiner Wirklichkeit entspricht. Und von unten der Jungfrau her und von oben vom Skorpion her brichst du jetzt zum Waagezeichen durch. Und du kommst jetzt in der Venus an. Du kommst absolut im Hier und Jetzt an. Du bist hier neu geboren. Und du spürst, es gibt unendlich viele Menschen, denen du begegnen möchtest und Ideen, Gedanken, denen du begegnen möchtest. Und du bist absolut in der Gegenwart wieder angekommen. Du spürst, dass du alle Aspekte deines inneren Tierkreises aktiviert hast und zum Leuchten gebracht hast. Du hast alle Achsen aktiviert, sämtliche Pole aktiviert. Und du atmest mal tief ein und wieder aus und spürst, dass alles in dir ist. Und du bedankst dich jetzt bei der göttlichen Ordnung, bei den Archetypen, den astrologischen, die du alle jetzt kennengelernt hast während dieser Reisen. Und du weißt, dass du diese Vielfalt, diese astrologische Vielfalt immer in deinem Leben leben kannst. Wann immer du die Aspekte brauchst, die Mischenergien brauchst, sie sind in dir manifestiert. Atme nochmal tief ein und wieder aus, streck dich durch. Und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und öffne deine Augen und spür nochmal nach. Wie fühlst du dich jetzt nach dieser weiten Reise durch den Tierkreis? Ich hoffe, dir wurde diese astrologische Symbolik ein bisschen näher gebracht. Ich hoffe, du kannst dir da was mitnehmen. Wenn du noch nicht alle Reisen gemacht hast, dann schau einfach mal, findest du alle hier im Kanal, alle 12 Reisen und du kannst ja mal durchmachen. Und da geht es nicht nur darum, dass man sagt, na, ich bin ja jetzt kein Widder oder ich bin ja nur Krebs, ich mache nur Krebsmeditation. Also mach wirklich alle Aspekte mal durch, ich lade dich ein und dann bring dich selber zum Leuchten und alle deine Themen zum Leuchten. Ich hoffe, dir hat diese Reise gefallen. Ich freue mich auf einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Arani. Tschüss.